Was könnte man da noch machen? Ich habe auch langsam keine Wahl mehr, weil viel mehr kann ich da nicht dran ändern. Obwohl, ich könnte unter die zwei jetzt noch eine, so eine kleine Mini-Stage machen. Die einfach einen weiteren Schubgeber gibt. Hier meine ich. Hier nochmal diese 1,5 Tanks anbauen. Oder eigentlich sind es drei von diesen kleinen Tanks. Und dann mal gucken, was passiert. Ich fliege jetzt übrigens einfach mal ganz nach oben und beende das erst später. Ihr seht ja schon, wie viel Energie wir hier brauchen. So, jetzt können wir mal langsam anfangen mit dem Gravity Turn. Der sollte nicht unbedingt sofort alles kaputt machen. Übrigens, zumindest bis jetzt scheint das hier etwas stabiler geworden zu sein. Durch die Verkettung, die Verankerung da drin. Keine Ahnung, ob das so bleibt. Ich hoffe es einfach mal. Dann ist es ganz praktisch. So. Mal gucken, wie weit wir diesmal kommen. Man geht jetzt Richtung 45 Grad. Bisschen weiter schon. Das könnte tatsächlich funktionieren, unglaublich. Wäre natürlich toll. Dann hätten wir das Problem schon mal gelöst und müssten nur noch versuchen, mit dem ganzen Teil auch wirklich bis nach Duna zu kommen. Es könnte sein, dass das der Treibstoff dafür nicht reicht. Aber eigentlich müsste er reichen. Eigentlich müsste er reichen. Dann brauche ich sowas ähnliches nochmal für das Rückreisemodul und dann können wir schon mit der Mission anfangen. Beziehungsweise ich kann eigentlich dieses Modul. Ne, das Rückreisemodul muss zuerst hingeschickt werden. Oder? Ne, eigentlich muss der Länder zuerst hingeschickt werden. Gucken wir mal. Oh, jetzt sind wir schon zu weit. Ja, mit ein bisschen Optimierung könnte es klappen. Ich meine, ich habe ja schon rumoptimiert, aber ich meine jetzt. Ja. Aber guck mal, hier sind wir schon wieder bei diesem Carbon-Punkt und dann jetzt ist gleich wieder der Treibstoff weg. Das ist sehr, sehr ähnlich zu dem, was wir davor hatten. Da. Ihr seht, wie wenig Energie das Teil doch hier macht. Wir werden sogar wieder langsamer werden vom Orbit her. Obwohl das voll an ist, das Teil. Ist doch echt merkwürdig. Ja, 60 Kilonewton sind nicht genug. Um hier irgendwas auszulösen. Okay, dann. Übrigens ist es jetzt hier auch eingesperrt, das heißt, es wird noch schwieriger, das zu bearbeiten hier drin. So, ja, was ich halt probieren würde, wäre. Seht ihr, und hier seht ihr, das spaltet in beide Richtungen und das kann sehr gefährlich sein. Okay, ich brauche die Dekoppler hier. Die anderen nicht richtig funktionieren wollen. Sind die hin? Hier oben? Die kommen hier nach oben, glaube ich. So, und dann das Teil wieder strukturell umgedreht. Aber auch bitte nur ein einziges Mal. Und hier drunter dann erstmal nur einen von den großen. Wenn es mich lässt. Lässt mich tatsächlich. Und dann einer von den kleinen noch darunter. Vielleicht, aber nur vielleicht würde das schon reichen.
Dieses Teil hier in der Mitte. Und das können wir die ganze Zeit überspeisen. Durch... Ich mache das mal in V2, damit ich jetzt hier keinen Blödsinn mehr mache. Ich glaube von hier, oder? Nee. In diesem Teil hier. So. Übrigens... kann es sein, dass dadurch, dass ich das hier oben angemacht habe, das jetzt falsch ist? Das muss nämlich jetzt hier hin. Jetzt pfeife ich erstmal aufs Design, das soll's. Jetzt mal ernsthaft. So, die Dinger spielen so oder so keine Rolle. Wie die da dran hängen. So, und die von hier kommt dann einer von hier unten. Nach hier oben. Und dann wieder von hier nach unten. Jetzt wird es nicht so hundertprozentig, aber hier hin. Und dann... Na komm. Zack. Bumm. Dann nochmal von dem Teil hier hin. Der nächste Versuch. So, wo ist das Teil? Das muss ganz nach unten. Zu den anderen. Ups, ich wollte nichts laden. Ich wollte das auch nicht wegmachen. Das dauert immer eine Weile. Und das ist, glaube ich, richtig so. Okay, Launch. Mal gucken, wie das aussieht. Jetzt muss aber, es könnte aber so gehen. Ansonsten muss ich noch was Krasseres probieren. Was mir eigentlich nicht gefällt. So. Wenigstens sieht's toll aus. Da kann mir niemand sagen, dass das nicht so ist. Werden wir natürlich weniger Höhe gewinnen mit dem Solid Fuel, aber wir haben auch 220 Kraft mehr. Ja. So, wir fallen auch wieder stark. Oh je. Es ist diese eine Stelle da, die gefällt mir einfach ganz und gar nicht. Wieder leicht anzudrehen, wie das immer so ist. Die wegspalten. Ja, wenigstens das Abspalten funktioniert relativ gut. Das ist doch schon mal was. So. Ein bisschen gegensteuern, gucken, wo wir sind. Gerade mal bei 30 Kilometern. Da ist noch viel zu tun. Jetzt weiß ich übrigens, warum es wackelt, weil die Dinger wieder nicht miteinander verbunden sind. Wir sind viel zu niedrig jetzt, ne? Definitiv zu früh den Turn gemacht. Das liegt einfach daran, dass es so schwer ist. Da muss man viel später erst anfangen. Und das bin ich noch nicht gewöhnt.
gewohnt, eher. So. Jetzt können wir allerdings wieder da zurückgehen. Vielleicht reichen noch zwei Solid Booster. Das ist weniger Gesamtmasse, das könnte uns dann schon dahin bringen, wo wir hinwollen. Okay, wir haben noch ein bisschen Zeit. So. Jetzt müssen wir aber definitiv hier hin. So. Und okay. Jetzt werden wir bestimmt gleich wieder sehen, was passiert. Wir werden aber nicht. Na doch, wir werden leider langsamer. Verdammt. Ah, das ist alles unschön. Aber damit haben wir. Wir sind immer noch nicht da, aber wir sind näher dran. Ich muss das allerdings verlängern hier, dass ich nicht in die Bedrulle komme, dass ich wieder sinke. 57 Sekunden, nein. Es muss zurück auf etwa eine Minute, aber das passiert gerade überhaupt nicht. Wow, wie weit muss ich denn da zurückgehen, damit das passiert mal? Es läuft ja fast genauso schnell, wie als hätte ich gar nichts gemacht. Anscheinend ist das Teil auch noch zu schwach. Ah, jetzt so langsam kommen wir ein bisschen in Fahrt. Aber ich muss ja fast senkrecht stehen, damit das funktioniert. Nee, da reicht dieses Triebwerk nicht für aus. Aber die Idee ist schon mal gut, glaube ich. Denn wie ihr seht, wir sind jetzt mit etwas mehr Treibstoff im Grunde genommen auf dieselbe Höhe gekommen. Also wir haben mehr Treibstoff übrig. Und haben im Grunde genommen dasselbe erreicht. Denn der Treibstoff wird ja nirgendwo hierher. Der kommt nur von da unten. Und wir brauchen nur mehr Power. Und mehr Power ist hier kein Problem, um ehrlich zu sein. Da können wir einfach eine von den stärkeren nehmen. Ah, ne, wir nehmen uns einfach zwei. Ich meine, das Teil kann 14 irgendwas speichern, glaube ich. Ich guck mal. Und das kann. Ne, das reicht nicht. Okay, dann muss ich eben nochmal so ein strukturelles Teil bauen. So ein Bi-Adapter. Ja, die Bi-Adapter sind ziemlich cool, von daher macht das nichts. Und dann einfach. Gucken wir mal. 320, 320. Die sind ja baugleich im Grunde genommen. Und dann nehme ich die etwas stärkeren. Im Moment sind die schwerer. Das Teil ist sogar leichter. Das Ding ist in jedem Punkt besser. Sind jetzt hin, da oben. Bitte bis ganz nach unten. Ein Problem ergibt sich übrigens. Ich habe keine Chance mehr, die oben da zu verändern. Und Alter, ist das ein Riesenteil. So, ich werde damit noch ein bisschen rumfummeln, aber es nicht aufnehmen. Wenn es funktioniert, sage ich, ja, melde ich mich bestimmt zurück. Aber bis dann würde ich sagen, das war Kerbal Space Program. Ich bin Classifier LP und wir sehen uns bei den nächsten Parts. Tschüss!